Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Der einstige und der jetzige Kanzler. Damals noch eng verbunden. Olaf Scholz war Generalsekretär und Vertrauter Gerhard Schröders. Heute ist das Vertrauen dahin. Die SPD kann nur noch einen Strauß ausfechten mit dem Altkanzler. Denn der will einfach nicht lassen von seinen Posten in der russischen Ölwirtschaft und auch nicht von seinem Freund im fernen Moskau. Das konnte sich die SPD nicht mehr länger ansehen, auch weil es zu sehr rührt an der eigenen Geschichte im Umgang mit Russland. Und nun will die Bundesregierung Gerhard Schröder Büro und Personal streichen. Allerdings ausdrücklich nicht als Strafe für seine Haltung, sondern gewissermaßen durch die Blume. Moritz Rödle. Jannik Hahn deutet auf das Berliner Büro, das Ex-Kanzler Gerhard Schröder zurzeit noch nutzen darf. Die russische Botschaft liegt direkt gegenüber. Schon wenige Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine haben er und einige seiner Berliner Genossen vom Ortsverein Mitte gefordert, Schröder zu sanktionieren. Die jetzige Entscheidung deswegen für ihn folgerichtig. Wenn man Gaslobbyist ist wie Gerhard Schröder, hat man nicht verdient, dass man noch vom Steuerzahler ein Büro und Mitarbeiter bekommt. Und ich glaube, es ist gut, das jetzt noch mal grundlegend neu zu regeln. Bisher gab es keine gesetzliche Regelung, welche Büroausstattung wie viele Mitarbeiter einem Ex-Kanzler oder einer Ex-Kanzlerin zustünden, auch nicht, ob dies an Bedingungen geknüpft sei. Viele, vor allem in der SPD, fürchteten, dass allein die Nähe zu Putin und die Tätigkeit für Gazprom für Sanktionen nicht reichten. Jetzt glaubt man aber, eine rechtssichere Begründung gefunden zu haben. Uns war wichtig, ein objektives Kriterium zu formulieren. Und wir haben das Kriterium genommen, was der Bundesrechnungshof vorgeschlagen hat. Nämlich die Frage, gibt es Aufgaben, die nachgelagert als Bundeskanzler, als Bundeskanzlerin noch wahrgenommen werden? Die Union möchte dem Altkanzler sogar die Pension streichen. Wir sind der Überzeugung, dass das so geht. Und unser Vorschlag ist ja nicht sofort, ihm die Versorgungsbezüge zu entziehen, sondern zu prüfen, ob das möglich ist und es dann auch zu machen. Die Ampelkoalition ist der Überzeugung, dass dies gegen geltendes Recht verstoßen würde. Im Kern ist der Vorschlag der Union, auch die Altersvorsorge zu kappen, wahrscheinlich rechtswidrig und verfassungswidrig. Denn man muss ja wissen, Kanzlerinnen und Kanzler haben einen Anspruch auf Ruhestandsbezüge, die erwerben sie aus dem Amt und die kann man die dann nicht wegen unsäglichen Äußerungen, die er ohne Zweifel getroffen hat, einfach wegnehmen. Auch für Angela Merkel wird die neue Regelung in Zukunft gelten. Büro und Mitarbeiter nur so lange, wie auch Aufgaben im Sinne des ehemaligen Amtes wahrgenommen werden. Zum Beispiel die Bundesrepublik repräsentieren oder Schirmherrschaften übernehmen. Dass Gerhard Schröder mit einer Klage gegen die neue Regelung Erfolg haben könnte, bezweifeln Experten. Der Beschluss wird Bestand haben, wenn er durchkommt, weil diese Aufgabe ist eine, die das Amt verlängert. Das heißt, er repräsentiert als Altkanzler die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn er diese Aufgabe nicht wahrnimmt, dann stehen ihm auch die Mittel, die dafür freigemacht worden sind, nicht zur Verfügung. Jannik Hahn wäre froh, wenn Gerhard Schröder der erste und der letzte Ex-Kanzler wäre, der nach der neuen Regelung sanktioniert wird. Und das war ein Film meines Kollegen Uli Merkam. Butscha, Irpin, Borodjanka. Das, was russische Soldaten den Menschen in Kiewer Vororten angetan haben sollen, hat weltweit für Entsetzen gesorgt. Doch gesühnt werden können Kriegsverbrechen erst dann, wenn nachgewiesen ist, wer sie beging. Inzwischen sind im ganzen Land Ermittlerteams der ukrainischen Behörden und des Internationalen Strafgerichtshofs unterwegs, um Beweise zu sammeln, in nunmehr schon in mehr als 10.000 Fällen. Und jetzt, knapp 3 Monate nach Beginn des Kriegs, hat in diesen Tagen in Kiew der erste Kriegsverbrecherprozess begonnen. Birgit Firnig und Georg Heil beginnen ihren Bericht an dem Ort, der wie kein anderer für diese Gräueltaten steht. Butscha oder das, was davon übrig geblieben ist. Hinter zerstörten Gebäuden entdecken die Einwohner Massengräber. Wie kein anderer Ort ist Butscha zum Synonym der Gräueltaten der russischen Armee in der Ukraine geworden. Auch Irina Abramova hat alles verloren. Von dem Zwei-Familienhaus sind nur noch Ruinen übrig geblieben. Ihr Mann hat den Überfall russischer Soldaten nicht überlebt.
Obwohl er mit erhobenen Händen aus ihrem Haus auf die Straße trat, hätten ihn russische Soldaten aus nächster Nähe erschossen. Jedes Mal, wenn sie über die Schwelle geht, kommen die Erinnerungen hoch. Hier habe ich ihn gefunden, erklärt sie. Ich bringe ihr immer Blumen hin und andere tun das auch. Erst nach einem Monat durfte sie ihr Grundstück wieder betreten. Noch heute findet sie russische Munition, Teile einer Mörsergranate. Sie hebt alles auf, wie alle in der Stadt, ist sie aufgefordert worden, Beweise zu sammeln. Die Täter sollen eines Tages vor Gericht gebracht werden. Und das ist auch das Ziel von ukrainischen Ermittlern wie Ruslan Musitschuk. Akribisch tragen sie Indizien zusammen, befragen Betroffene und Zeugen. Wir haben erfahrene Ermittler, denn wir sind seit 2014 im Krieg und sie haben schon viel gesehen. Aber als sie den Tatort in Butscha besichtigt haben, fehlten ihnen einfach die Worte. Doch man konnte das Grauen, das sie dort zu Gesicht bekamen, in ihren Augen sehen. In Kiew hat der erste Kriegsverbrecherprozess bereits angefangen. Knapp 3 Monate nach Beginn des Krieges. Einem 21-jährigen russischen Soldaten wird vorgeworfen, einen unbewaffneten Zivilisten getötet zu haben. Und sie hofft, dass ein Zeichen gesetzt wird. Die 43-jährige Generalstaatsanwältin Irina Venediktova. Niemand, der ein Verbrechen gegen Zivilisten unterstützt hat, könne sich der Verantwortung entziehen, erklärt sie auf Twitter. Es ist ihre Aufgabe, es den Tätern nachzuweisen. Dabei setzt sie auf internationale Hilfe. Schließlich schaue die ganze Welt darauf, wie diese Prozesse geführt würden. Wir wollen objektiv sein. Deshalb arbeiten wir mit internationalen Kolleginnen und Kollegen vor Ort zusammen. Denn wir wollen die höchsten internationalen Standards wahren. Staatsanwälte und Ermittler aus Frankreich, Litauen und der Slowakei sind bereits vor Ort. Und von der deutschen Außenministerin bekam sie in Buja finanzielle Unterstützung zugesagt, um weitere Ermittler einzustellen. Eines Tages hofft sie, die Täter vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag stellen zu können. Irina Abramova findet es wichtig, dass die Täter bestraft werden. Doch ihr altes Leben werde sie so auch nicht mehr zurückbekommen. Immer noch treffen täglich 2000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland ein. Fast alle sind Frauen oder Mütter mit ihren Kindern. Und auch wenn inzwischen Geflüchtete wieder in ihre Heimat zurückkehren, viele wollen bleiben, suchen Wohnung und Job, eine Kita für die Kleinsten, ihren Platz in der vielleicht neuen Heimat. Für Behörden hierzulande eine Aufgabe, die sie an die Grenzen bringt und manchmal auch darüber hinaus. Sven Knobloch war mittendrin im sächsischen Dresden, wo jetzt beschlossen wurde, erstmals keine Flüchtlinge aus der Ukraine mehr aufzunehmen. Ich arbeite als Lehrerin. Deutschunterricht für eine Gruppe geflüchteter Frauen aus der Ukraine. Die Lehrerin, selbst aus Cherson in der Südukraine geflohen. Sie alle sind nun hier in Dresden. Ich habe drei Kinder. Ich habe 3 Kinder. Enkelkinder und 6 Enkelkinder. Die Kinder und Enkelkinder bekommen zur gleichen Zeit Vorschulunterricht von einer Lehrerin aus Kharkiv. Für die kleineren Kinder gibt es ein Kita-ähnliches Angebot. Heute von Tatjana, die schon ein paar Jahre in Dresden lebt und Kunsttherapeutin ist. Dieser Kurs kann helfen für Kind, weil hat so viel Stress und dann wenn malen, dann bin mehr ruhig, mehr glücklich. Alle Angebote sind von Freiwilligen organisiert. Die Räume stellt eine Kirchgemeinde zur Verfügung. Die städtischen Betreuungsplätze sind erschöpft. Eine Gruppe Ukrainerinnen aus Dresden hat die Initiative gegründet, als nach Kriegsbeginn immer mehr Menschen in der Stadt ankamen. Dann macht das Staat das ein bisschen mit Bürokratie, aber wir haben keine Zeit. Wir müssen jetzt machen. Neben Kinderbetreuung und Sprachkursen fehlt es in Dresden derzeit vor allem an Wohnungen. Danja Jutschnenko und ihr 11-jähriger Sohn Nikita leben bereits seit fast 3 Monaten in einem Notquartier in der Messehalle. Filmen können wir dort nicht. Die beiden suchen eine eigene Wohnung. Uns steht vom Sozialamt eine Wohnung mit einer bestimmten Zahl an Quadratmetern zu, die aber nur wenig kosten darf. Und solche Wohnungen gibt es in Dresden so gut wie gar nicht. Danja zeigt uns eine E-Mail, die sie während des Interviews bekommt, mit einer weiteren Absage.
Bezahlbarer Wohnraum in Dresden war schon vor dem Krieg knapp. Auch hier hat die Initiative von Anfang an versucht, beim Vermitteln privater Unterkünfte zu helfen. Inzwischen hat die Stadt 5 ehemalige Freiwillige dafür fest angestellt. Anastasia ist eine von ihnen. Hallo. Hallo, доброго дня. Es geht um einen Mann und seine Mutter hat eine schwere Krankheit und sie braucht auch Versorgung hier in Deutschland. Also sie sind bei den Freunden untergebracht, aber für eine, zwei Nächte und sie brauchen eine Unterkunft. Solche schwierigen Fälle haben sie hier täglich. Viele Geflüchtete, die bei privaten Gastgebern untergebracht sind, finden keine eigene Wohnung. Das führt nun langsam zu Konflikten, erzählen sie hier. Für viele Leistungen, wie auch das Wohnen, ist das Sozialamt der Stadt zuständig. Doch das ist seit Wochen komplett überlastet. Deshalb hat die Stadt nun beschlossen, vorerst keine Geflüchteten aus der Ukraine mehr aufzunehmen. Wir haben über 30% zu viel entsprechend des Verteilungsschlüssels. Über 2500 Menschen bereits heute zu viel aufgenommen. Wir müssen nachhaltig die Menschen integrieren und begleiten können. Und deswegen sehen wir die Landesebene jetzt wieder in der Pflicht zu handeln, zu koordinieren, zu steuern. Dresden heute Nachmittag, ein Treffpunkt für Geflüchtete. Auch viele von ihnen sind noch nicht registriert, haben vom Sozialamt noch kein Geld bekommen. Hier bekommen sie Kleidung und etwas zu essen, alles gespendet. Die Hilfsbereitschaft in Dresden sei nach wie vor groß, sagen die Helfer hier. Trotzdem unterstützen sie den Aufnahmestopp. Das fällt mir schwer, aber ich bin der Meinung, dass es in einer Wohnung, zum Beispiel in Thiendorf, es ist besser, in einer Wohnung zu sein, als in einer Halle, in einer Sporthalle oder in der Messe in Dresden auf einer Liege mit 20 anderen halt in dieser Box. Für die, die schon da sind, wollen sie aber weiterhin alles tun, was sie können, solange der Krieg auch dauert. Beim Anblick solcher Betonklötze dachten wir bislang vor allem an Clubs oder Konzerthallen oder wie man diese architektonischen Schandtaten am besten überwuchern lassen könnte. Aber Bunker? Über Jahrzehnte lebten wir in Deutschland so, als könnten uns Katastrophen nichts anhaben, als seien das Relikte aus längst vergangenen Tagen. Doch der russische Angriff auf die Ukraine hat unsere in Watte gepackten Gewissheiten platzen lassen. Und nun kommt nach Pandemie, Naturkatastrophen noch die Sorge vor einem näher rückenden Krieg und die immer drängendere Frage, sind wir gut genug geschützt? Robert Holm. Kai Heine muss nur ein paar Stufen nehmen, dann ist er schon unten im Berliner U-Bahnhof Pankstraße. Der U-Bahnhof liegt nur 8 Meter unter der Erde, wäre kein guter Schutz vor Angriffen. In Kiew liegen die U-Bahnen teilweise über 100 Meter tief. Hier in Berlin gibt es am Ende des Bahnsteiges eine Tür. Dahinter einer der größten Bunker der Hauptstadt, heute nur noch ein Museum mit gleich 2 Lüftungsräumen. Hier würde also im Ernstfall von außen Frischluft angesaugt, gefiltert, abgekühlt. Mit einer Notküche. Hier hätten sie Erbsensuppe aus Dosen warm gemacht. Dazu gesüßter Tee. Soweit wir es nachvollziehen können, hätte man einmal am Tag eine Schüssel voll Essen bekommen. Fast 3500 Menschen sollten hier Platz bekommen. Wenig Platz. Gut 70 Betten in einem Schlafraum. Jeder, der reinkommt, dem wäre ein Platz zugewiesen worden. Das heißt, jeder hätte sein Bett bekommen. Und dort bleibt man dann. Bis zu 2 Wochen hätte man hier überleben können. In Sicherheit vor einem Atomangriff auf das Berlin im Kalten Krieg. So der Plan in den 70ern. Doch nur wenige hätten davon profitiert. In West-Berlin gab es bis zu 27.000 Bunkerplätze für rund 2 Millionen Menschen. Sie hatten und sie sollten eine psychologische Wirkung haben. Sie sollten der Bevölkerung ein Gefühl auch von Sicherheit vermitteln. Ja. Doch richtig sicher wäre hier heute keiner mehr. Die letzte große Wartung gab es 2004, 3 Jahre nach 9/11. Die große Bedrohung war der Terrorismus. 2007 gab Deutschland einen Großteil seiner Schutzräume auf. Hier in Frankfurt-Oder ist der Schutzraum unterm Studentenwerk noch länger außer Betrieb. 200 Menschen hätten hier im Keller Platz gehabt. Unter vielen Wohnblocks der DDR gab es solche Räume. Die Frischluftzufuhr, angetrieben durch solche fahrradähnlichen Geräte. Da hättest du dafür jemanden strampeln müssen, genau. Nach der Wiedervereinigung wurden diese Räume gar nicht erst für den Zivilschutz eingeplant, wie im Rest von Ostdeutschland auch.
Der Kalte Krieg vorbei. Der Tunnelausgang zugemauert. Kein Bedarf mehr. Wir haben ja in einer relativ langen Phase gelebt, wo es zwar kriegerische Auseinandersetzungen gegeben hat, aber nicht auf deutschem Boden oder in Europa. Funktionierende Schutzräume gibt es in Frankfurt/Oder nicht mehr. Das hat Gerd Giese gerade dem Brandenburger Innenministerium gemeldet. Denn es läuft eine bundesweite Bestandsaufnahme. Es sind zwar Schutzbauten noch vorhanden, aber die müssten mit einem immensen Kostenaufwand wieder reaktiviert werden. Wir waren ja selbst unten. In Westdeutschland gab es nach 1945 bis zu 2000 offizielle Schutzräume. 599 sind davon nur noch übrig, viele vermutlich in schlechtem Zustand, mit Platz für nicht mal eine 500.000 Menschen. Doch Bunker sind wieder ein Thema. Und zwar nicht nur durch den Krieg in der Ukraine, sondern auch durch die Naturkatastrophen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben und die sich wahrscheinlich auch vermehren werden. Dieser Bunker ist heute ein Museum. Die Stimmung bei den Führungen sei jetzt ernster, sagt Kai Heine. Denn die Gefahr fühlt sich realer an. Darüber wollen wir sprechen mit dem Sozialwissenschaftler und Leiter der Katastrophenforschungsstelle der Freien Universität Berlin, Professor Martin Voss. Guten Abend, Herr Voss. Guten Abend, Frau Mioska. Es gibt in Deutschland Schutzräume für nur knapp 500.000 Menschen. Räume, die im Zweifel dann auch noch nicht mehr funktionsfähig sind. Lässt Sie das ruhig schlafen? Na, da es mich nicht überrascht, kann ich auch weiterhin ruhig schlafen. Das ist ja nichts Neues. Wir hatten im Grunde genommen nie eine nennenswerte Abdeckung von Schutzräumen in Deutschland, auch bis zur Wende nicht. Da sprach man von 3,5 bis 3,8% der Bevölkerung, die man unterbringen hätte können. Dass es heute sehr viel weniger ist, ist natürlich den entsprechenden Akteuren, also auch der Forschung, wohl bekannt. Man weiß das. Man hat das gewollt, politisch so gewollt. Man hat die Kapazitäten, die da waren, immer weiter runtergefahren. Und nun stehen wir halt da und haben entsprechend, was das angeht, eine Lücke. Aber wir haben noch viele andere Lücken auch. Warum war das politisch gewollt? Warum haben wir den Zivilschutz derart vernachlässigt? Ja, im Grunde genommen muss man sich, glaube ich, ein Stück weit in die Denke der 80er, dann der 90er Jahre erstmal hineinbewegen. Es war durchaus eine Art geteilte Euphorie. Ja, der Kalte Krieg hatte sein Ende gefunden. Man sah den Siegeszug des westlichen Liberalismus als Ende der Geschichte. Also warum dann noch einen Zivilschutz, der eben auf eine Gefahr ausgerichtet ist, die so nicht mehr so drohen schien? Klingt irgendwie heute schon recht fern, natürlich, aber damals doch ein Stück weit plausibel und passte natürlich auch in den breiteren ökonomischen, ideologischen Rahmen. Den schlanken Staat wollte man. Man hat das Marktmodell sozusagen auch auf den Bevölkerungsschutz angewandt und gesagt, da wo es nicht direkt zwingend aktuell notwendig erscheint, da spart man, wo man kann. Das hat sich ja nun alles deutlich geändert. Was heißt das denn für den Zivilschutz? Was muss sich in allererster Linie ändern, damit es überhaupt wieder einen funktionierenden Zivilschutz gibt? Ja, vielleicht als allererstes müssen wir an den Köpfen ansetzen, an den, dem Denken dahinter. Ja, es zeigt ja, dass es zu kurz gedacht ist, so wie man in den 90er Jahren rangegangen ist, eben nur zurückzuschauen, was können wir aus der jüngeren Vergangenheit, was können wir an Hochwassern, an Starkniederschlägen und so weiter, wie können wir damit umgehen? Sondern man muss in die Zukunft gucken und schauen, was kann denn da wohl auf uns zukommen? Wir haben jetzt leider in kurzer Zeit schon sehr viel erlebt, was kommen kann, aber das ist auch immer noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wer vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass uns eine Pandemie, eine Inflation und ein Ukraine-Krieg zusammenkommt, Geflüchtete obendrein, den hätte man als Alarmist verschrien, aber nicht ernst genommen. Also wir müssen an den Mentalitäten ansetzen. Erst einmal sagen, wir müssen uns als Gesamtgesellschaft damit auseinandersetzen und dürfen es nicht einfach sozusagen an die Politik delegieren und erwarten, dass die sich schon von alleine kümmert. Aber sind die Deutschen dazu schon so bereit? Das setzt ja, wie Sie richtig sagen, einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung voraus, sich auf Ernstfälle auch tatsächlich vorzubereiten. Sind die Deutschen dazu bereit, wieder regelmäßig Sirenen zu hören oder Tiefflieger in der Nacht? Ich bin mir ganz sicher, dass sie bereit sind, sich offen und reflektiert damit auseinanderzusetzen, was sie gefährdet. Genau genommen muss man doch die Frage umdrehen, wie kann es eigentlich sein, dass man das erklären muss, dass eine demokratische Öffentlichkeit den Anspruch hat, eben auch zu wissen, inwieweit der Staat seinem Schutzversprechen denn wohl nachkommt. Also ich glaube, die Mentalität ist längst da, schon deshalb, weil die Verunsicherung ja fortschreitet. Ich sagte, der Klimawandel und so weiter, alles, was wir gerade haben,
rüttelt ja schon an diesem Fundament des Grundvertrauens. Und das wirft Fragen auf. Und je länger man darüber nicht spricht, umso größer die Verunsicherung. Hat denn die Politik das auch schon begriffen? Die Politik begreift nur das, was die Wählerinnen und Wähler ihnen dann eben an der Urne sozusagen auf den Weg geben. Insofern tut sie immer nur das, was gerade aktuell auch tatsächlich Stimmen bringt und schaut nicht nachhaltig voraus. Das will ich nicht, so wie ich es jetzt gerade getan habe, grenzenlos verallgemeinern. Natürlich kann das sein, dass hier oder da auch die Politik entsprechend umsteuert. Aber ich glaube, strukturell brauchen wir einen Druck von außen. Und das heißt, wir müssen eigentlich rausgehen aus den Behördenstrukturen, die bei uns Katastrophenrisikomanagement betreiben, rein in ortsverteilte, dezentrale Strukturen, die von außen dann den Druck auf die Politik ausüben. Dass sie immer wieder den Finger hinlegen in die Wunde und sagen, ja, da sind wir schlecht aufgestellt, das sind unsere Schwächen. Dafür braucht es dann auch mehr Geld, mehr Ressourcen, die müssen irgendwo mobilisiert werden. Also dieser Druck, der, denke ich, muss von außen kommen, der kommt nicht aus der Politik selbst. Einschätzung und die Expertise des Katastrophenschutzforschers Martin Voss. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Und das Interview haben wir aus Termingründen aufgezeichnet. Der Katastrophenschutz und was wir dringend brauchen. Die Meinung von Achim Wendler vom Bayerischen Rundfunk. Ja, man muss kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Und genauso gilt, man muss sich schützen können, um sich nicht schützen zu müssen. Wie verwundbar ein Land ist, das hängt nicht nur ab von der Stärke seines Militärs. Zum staatlichen Schutzauftrag gehört auch, den Bürgern physischen Schutz zu bieten. Es gibt keinen sauberen Krieg mit Schlägen nur gegen Panzer und Munitionsdepots. Deshalb, wir brauchen mehr Zivilschutz. Und zwar nicht nur Sirenen, Warn-Apps, Notvorräte. Zivilschutz heißt auch Bunker. Bisher hat der Bund nur den Rückbau der staatlichen Bunker in Deutschland gestoppt. Aber es muss jetzt schnell weitergehen. Alles, was sich noch halbwegs eignet als Bunker, muss wieder hergerichtet werden. Außerdem, staatliche Neubauten sollten nicht nur das Klima schützen, sondern auch die Bevölkerung durch spezielles Hochleistungsmaterial, zumindest in Teilen der Gebäude, und durch Schutzräume im Keller. Auch U-Bahn-Schächte müssen vorbereitet sein. Wäre noch mehr sinnvoll, Bunker für alle? Laut Bundesinnenministerium nicht. Flächendeckend öffentliche Schutzräume anzubieten, sei nicht machbar und würde eh nicht alle retten, so sinngemäß die Argumentation. Sie überzeugt nur, wenn man gleich vom großen Atomschlag ausgeht. Finnland und die Schweiz sehen es anders. Sie haben Bunker für alle. Keine Frage, 80 Millionen Deutsche unterzubringen, ist was anderes als 5 Millionen Finnen oder 8 Millionen Schweizer. Nur so wenige und so runtergekommene Bunker, wie wir in Deutschland haben, das ist so klug wie eine kleingesparte Bundeswehr. Eine Teilzeitenwende nur für die Truppe reicht nicht. Die Meinung von Achim Wendler. Während wir hier überprüfen, wo es noch Schutzräume gibt, geht es in anderen Ländern darum, das eigene Leben zu schützen, überhaupt noch etwas zu essen auf dem Teller zu haben. Der Krieg stört den internationalen Getreidehandel ganz gewaltig, hat ihn oft sogar ganz gestoppt. Nicht nur die Ukraine liefert weit weniger Weizen und Mais. Auch Indien hat den Weizenexport verboten, um im eigenen Land noch genug zu haben. Dadurch steigen die Preise. Die G7-Nationen beraten seit heute in Berlin, wie künftig die Ernährung weltweit gesichert werden kann, gerade in den Ländern, in denen es auch aufgrund von Dürren ohnehin schon nicht genug gibt. Aus Kenia berichtet Caroline Hoffmann. Sorghum. Diese traditionelle afrikanische Hirsesorte wächst gut in trockenen Regionen. Deshalb baut Lilian Mulwa sie in Makueni im Süden Kenias seit wenigen Jahren an und keinen Mais mehr. Sorghum kann schneller geerntet werden und ich muss nicht so viele Pestizide verwenden. Ich habe mich für die Hirse entschieden. Damit kann ich meine Hühner versorgen und meine Kinder ernähren. Den Überschuss verkauft sie, kann so die Schulgebühren ihrer Kinder bezahlen. Die Hirse kann die 32-Jährige mehrfach im Jahr ernten. Sie enthält viele Nährstoffe und braucht nur ein Drittel der Wassermenge, die Mais benötigt. Und bei Lilian Mulwa wird es immer trockener, wie in vielen Teilen Kenias. Mais ist sehr empfindlich für Krankheiten und wenn es nicht genug regnet, kann er nicht überleben. Lilian Mulwa bringt ihre Ernte in die Stadt. Sie und der Händler erhalten wissenschaftliche Unterstützung, wie sie das Getreide anbauen und gut verkaufen können. Sorghumhirse ist bereits das fünfthäufigste Getreide der Welt,
wird viel in Westafrika und Äthiopien angebaut. Und sie kann auch Kenia helfen. Die Rückbesinnung auf solche alten, einheimischen Nutzpflanzen ist Teil der Lösung der Ernährungskrise auf dem afrikanischen Kontinent. Können wir die Entwicklung, den Wert und die Verbreitung stärken, sodass der Landwirt seine Produkte vermarkten kann und sie auch gegessen werden? Viele afrikanische Länder strengen sich an, investieren, um Wertschöpfungsketten auf diese Getreide auszurichten. Ein weiterer Teil der Lösung: gegen Trockenheit resistente Nutzpflanzen von anderen Kontinenten einführen. Auch Madagaskar leidet unter einer Dürre. Kasi Zanapicho konnte nichts mehr ernten. Jetzt baut sie Straucherbsen an, ein Grundnahrungsmittel aus Indien. Um Wasser zu bekommen, mussten wir vorher lange laufen. Wir begannen, die Erbsen zu verkaufen. Dann konnten wir sogar ein Wasserreservoir bauen. Straucherbsen laugen den Boden nicht aus und sie kann das Holz der Sträucher verkaufen. Der Klimawandel wird bleiben. Auch Preisschocks werden wieder passieren. Deshalb müssen wir die Landwirtschaft anpassen. Afrika sollte nicht mehr von importiertem Weizen abhängig bleiben. Es ist Zeit für mehr nationale Souveränität. Lilian Mulwa hat ihren Anbau bereits umgestellt. Neben der Hirse wachsen bei ihr auch Straucherbsen. Weltweit nimmt die Klimakrise immer größere Dimensionen an. Besorgniserregende Erkenntnisse kamen heute von den Vereinten Nationen in Genf. Der Nachrichtenüberblick mit Julia Niharikasen. Vier der sieben entscheidenden Gradmesser für die Zuspitzung der Klimakrise sind im vergangenen Jahr auf neue Höchststände gestiegen. Das teilte die Weltwetterorganisation WMO mit. Demnach erreichten die Konzentration von Treibhausgasemissionen in der Atmosphäre sowie der Anstieg des Meeresspiegels neue Rekorde. Zudem waren die Ozeane der Erde seit Beginn der Messungen noch nie so warm und sauer wie heute. UN-Generalsekretär Guterres warnte vor einer Klimakatastrophe, sollte die Menschheit weiter an fossilen Energieträgern festhalten. Die EU-Kommission hat heute Pläne vorgelegt, wie die Europäische Union möglichst bald unabhängig von russischem Öl und Gas werden kann. Vorgeschlagen werden der Ausbau erneuerbarer Energien, Einsparungen beim Verbrauch und gemeinsame Einkäufe auf dem Weltmarkt. Nach Angaben von Kommissionspräsidentin von der Leyen sind dafür Investitionen von rund 300 Milliarden Euro bis 2030 vorgesehen. Unabhängig davon wollen Deutschland, Dänemark, die Niederlande und Belgien in der Nordsee die Windkraft massiv ausbauen. Schweden und Finnland haben ihre Anträge für einen NATO-Beitritt eingereicht. In Brüssel übergaben die Länder entsprechende Dokumente an NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Einer Aufnahme müssen alle 30 Mitgliedstaaten zustimmen. Die Türkei hat aber weiter Vorbehalte. In Ankara wiederholte Präsident Erdogan seinen Vorwurf, Schweden und Finnland würden kurdische Extremisten unterstützen. Die Bedenken der Türkei waren am Abend auch Thema eines Gesprächs zwischen US-Außenminister Blinken und dem türkischen Außenminister Cavusoglu in New York. Tschechien unterstützt die Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Angriff mit schweren Waffen. Zum Ausgleich soll das Land nun von Deutschland Leopard 2 Kampfpanzer erhalten. Verteidigungsministerin Lambrecht sagte, mit dem Geschenk wolle man sicherstellen, dass der NATO-Partner Tschechien verteidigungsfähig bleibe. Es handelt sich dabei um 15 Leopard 2 Panzer älterer Bauart aus Industriebeständen. Auch die Ausbildung an dem Gerät will Deutschland finanzieren. Europas Automarkt ist erneut eingebrochen. Die Zahl der Neuzulassungen ging in der EU im April um mehr als 20% zurück. Stefan Wolf. Nach wie vor leiden die Autohersteller unter Lieferproblemen. Es fehlt an Computerchips aus Fernost und an Kabelbäumen, die zu einem großen Teil in der Ukraine hergestellt werden. Fast alle großen Hersteller und fast alle großen Märkte sind davon betroffen. So knickte in Italien der Markt um 33% ein, in Frankreich um 23%. In Deutschland wurden im April 22% weniger Neuwagen verkauft als ein Jahr zuvor. Der Kabelbaum ist das Adersystem eines Autos, das Mechanik und Elektronik miteinander verbindet. Ohne Kabelbaum kein Auto. Erst in den letzten Wochen haben die wichtigsten Lieferanten ihre Produktion in der Ukraine wieder angefahren. Doch volle Kraft laufen die meisten Werke noch lange nicht.
In Sevilla ist ein 105 x 70 Meter großes Stück Rasen heute der Mittelpunkt der europäischen Fußballwelt. Dort findet das Finale der Europa League statt. Allein das ist für Eintracht Frankfurt mindestens schon mal ein Clou. Aber der Hammer wäre es, wenn sie das Spiel gegen die Glasgow Rangers auch noch gewinnen und damit Europa-League-Sieger würden. Im Moment steht es 1:1. Natalia Bachmeier über Eintracht-Fans, für die ein Stadionticket schon ihr Finalgewinn ist. Es sind noch keine 15 Minuten gespielt und in der Fanzone von Sevilla liegen die Nerven blank. Wer die Eintracht liebt, musste schon immer was aushalten. Aber heute, das ist noch mal eine andere Dimension. Auf jeden Fall, ja. Extrem angespannt. Und wir hoffen natürlich alle, dass wir gewinnen. Daniela Piacenti ist auch so eine, die mit viel Geduld liebt. Seit fast einem Vierteljahrhundert Fan, keine Karte bekommen und trotzdem nach Sevilla gereist. Ein Geburtstagsgeschenk für ihren Mann. Dabei sein ist alles. Das heißt ja schon schön, ne? In guten wie in schlechten Zeiten stehen wir stets zu dir. Und ich glaube schon, dass das so eine Sache, die Mannschaft ja selber auch, dass die Fans durchaus da auch ausschlaggebend sind, wenn es darum geht, so nochmal die 110% vielleicht zu geben. Ne? An die 150.000 Fans sollen in der Stadt sein, Hessen und Schotten. Die Clubs seien sich sympathisch, heißt es. Bis jetzt kaum Krawall, allenfalls Gesangsbattles. Und hier und da mal eine Schrecksekunde. Das ist auf jeden Fall lustig. Ja. Und die Sevillanos? Wenn ihnen beim Anblick der Horden aus dem Norden mulmig ist, lassen sie sich jedenfalls nichts anmerken. Die Stadtbevölkerung ist mal eben um ein Fünftel angeschwollen, die andalusische Partylaune aber unkaputtbar. Wir sind doch noch verrückter, sowas sind wir gewohnt. Ein paar Stunden vor dem Anpfiff dann der rituelle Fanmarsch zum Stadion. Und da ist dann plötzlich auch wieder Daniela Piacenti. Treue zahlt sich aus, kurz vor knapp hat sie doch noch Glück gehabt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, wir haben Tickets. Ich bin so happy. Und dann schickt sie noch einen Gruß aus dem Stadion. Ganz nah bei ihrer Eintracht, in guten wie in schlechten Zeiten. So, unser Finale jetzt mit Claudia. In welcher Form präsentiert sich das Wetter, Claudia? Oh Karin, da treten morgen auch zwei Mannschaften an, nämlich kalte gegen warme Luft. Und das geht gar nicht so friedlich ab. Morgen und übermorgen drohen uns einzelne, aber zum Teil wirklich schwere Unwetter mit Starkregen, Hagel und auch orkanartigen Böen oder Orkanböen. Das gilt morgen vor allen Dingen für den Westen und Nordwesten. Die Wahrscheinlichkeit für diese Unwetter ist hier in diesem roten Bereich hoch. Das heißt Nordrhein-Westfalen, das nördliche Rheinland-Pfalz und der Süden von Niedersachsen. Dann über der Mitte kann es immer noch einzelne heftige Schauer geben. Gewitter geben, wenn das Ganze dann weiter nach Osten zieht im Laufe des Nachmittagsabends. Und gelb da, wo auch noch einige möglich sind. Und das ist wirklich zum Teil eine ganze Menge Regen, der da in kurzer Zeit runterkommen kann. Nämlich 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter. Es kann hageln. Und es sind halt nicht nur einzelne Sturmböen, sondern es sind örtlich sogar orkanartige Böen oder Orkanböen möglich. Dementsprechend kann es morgen und auch am Freitag, da droht uns noch mal Ähnliches, vielleicht sogar noch ein Ticken heftiger. Da kann es zu Überflutungen kommen, zum Beispiel auch von Straßenunterführungen oder auch Kellern. Und diese Sturmböen können Bäume umstürzen oder Äste runterwerfen. Also da sollte man sich morgen mal genau erkundigen, was passiert gerade wo, und diese Regionen dann meiden oder sehr vorsichtig sein. Jetzt in der Nacht ist alles ruhig, meist sternklarer Himmel. Dann morgen schon im Laufe des Vormittags erste dichtere Wolken aus Westen und möglicherweise schon mal ein erstes Gewitter. Im Laufe des Nachmittags brodelt es dann, wenn diese neue Luftmasse kommt. Dann entwickeln sich eben nach Westen und über der Mitte, also von Baden-Württemberg bis nach Niedersachsen, diese zum Teil eben wirklich gefährlichen Schauer und Gewitter. Die Temperaturen steigen morgen vorher noch mal auf schwülheiße 30 Grad. Morgen früh aber erst mal 20 Grad, eine tropische Nacht im westlichen Ruhrgebiet. Die erste in diesem Jahr. Am Nachmittag dann bis zu 32 Grad. Dann, wenn die kalte Luft kommt, am Freitag langsam aus Westen etwas kühler. Und Freitag dann verbreitet die Gefahr von Schauer und Gewitter. Und zwar vor allen Dingen hier im Nordwesten. Sie sehen, zuvor wird es noch mal bis zu 34 Grad heiß. Samstag dann Wetterberuhigung und kühler. Danke, Claudia Kleinert.
Hier im Ersten macht gleich Sandra Maischberger mit ihrem Talk weiter. Heute unter anderem mit Wolfgang Schäuble zu Gast. Das Nachtmagazin mit Michael Pawelitz. Jetzt kriege ich die Namen gar nicht mehr hin. 5 Minuten nach Mitternacht kommt das und wir sind morgen wieder da. Bis dann.